So, heute hat sich Besuch angekündigt. Sieht aus, als hätte hier lang keiner aufgeräumt. Und das Ergebnis ist nämlich dann das, dass die Mäuse mir meine Avocado angefressen haben. Sehr bedauerlich, sehr bedauerlich. Das sind keine Tomaten, das sind Kakis. Das ist Chili. Und da draußen werden gerade die Orangen reif. So, eine Frage gilt es noch zu klären. Wie kommen die Mäuse in meine wunderbar aufgeräumte Wohnung? Da muss irgendwo eine Stelle undicht sein. Hier haben sie auch rumgefressen. Da hat die Avocado angefressen. So, meine Vermutung, was haben wir hier? Oh, Corona! 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 Und da hinten, aha, ein Loch, ein Schlitz und ein angeknabbertes Rohr. Das Genie beherrscht das Chaos. Nun war mein großer Plan, die Wohnung erstmal leer zu räumen, um sie dann zu säubern. Ja, und nun stellt sich heraus, da wir heute Morgen das Erdbeben Stärke 5 hatten, und ich eigentlich den ganzen Plunder hier außen lagern wollte, nun steigt hier die fette Aschewolke auf. Eieiei, und der Wind genau in meine Richtung. Das verheißt nicht Gutes. Eieieiei. Das sieht nach Ascheregen aus. Die mexikanische Chilischote gedeiht sehr gut auf La Palma. Aber leider nur bei meinem Nachbarn. Bei mir sieht die Sache etwas anders aus. Und so sieht meine mexikanische Chilischote aus. Zeitalter der Apokalypse, die Heuschreckenplage hat mich erreicht. Alles abgefressen über Nacht. Radikal runter, selbst die kleinen Schoten, die dran waren, runtergefressen. Zum Glück bilden sich hier ganz kleine neue Blätter. Und wenn ich Glück habe, könnte es noch was werden. Und dazu dann die Vulkanasche. Ah, die wird's machen. Die Vulkanasche wird's machen. Deswegen habe ich jetzt auch meine kleinen Tomatensprösslinge ins Freie gestellt. Hier gibt es noch gesunde Tomaten. Da war in der Tomate drin, haben die Kerne schon gekeimt und entwickeln sich sehr gut. Ihr kennt ja hoffentlich alle den Kanal, die Bananeninsel aus La Palma. Und so sehen meine Bananen aus. Aber leider noch grün. Da ist noch nichts zu holen. Ach, es geht nur noch ums Überleben auf dieser Welt. Ums nackte Überleben. So. Jäger und Sammler sind wir mal gewesen. Das sind die Kartoffeln, die werden noch nicht so weit sein. Graben wir mal hier noch, ob wir hier noch was finden. Irgendwie müssen wir ja über die Runden kommen. Das war nicht, das war noch nicht. Nee, haben wir alles gesagt. Steine zu Brot, das kriegt man so schnell nicht hin. Wer sucht, der findet.
Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, ja. Zwei Kartoffeln von Sonntag, das reicht uns doch schon wieder. Das reicht doch schon wieder zum Überleben. Meckele, ich will mir heute zum Sonntag eine Maus braten. Was sagst denn du dazu? Gar nichts sagt er. Gar nichts sagt er. Nee, das kann ich nicht bringen. Deshalb. Ha, kann ich nicht bringen. Deshalb haben wir uns ein Frühstücksei gemacht. Ein Frühstücksei, Himalaya-Salz, darf nicht fehlen. Und Spanischkurs, Negro, 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 y Blanco. Negro ist der Neger, das Schwarze. Und der Kaffee ist auch Negro, ist auch ein Negerkaffee. Chilischoten. Das ist das Sonntagsfrühstück, weil ich meine Maus nicht brauchen darf. Frühstücksei. Aber die Maus müssen wir vorher noch rauslassen. Und draußen können wir heute nicht schwätzen, da ist es stürmisch, das gibt Störungen. Also lassen wir sie ganz schnell raus.